Fußball muss sein Nummer eins im Leben. Aber Sie haben doch gesagt, ein Mann muss seinen Weg gehen. Er hat scheinbar an die Ehe geglaubt, sonst hätte er nicht so oft geheiratet. Also bei mir hat der Blitz sofort eingeschlagen. Es ist ja bekannt, dass er jetzt zum dritten Mal verheiratet ist und noch eine längere Liaison hatte mit einer Journalistin. Jana. Auf der Jagd nach Bildern, ja? Das auch, ja. Mein Gott, was machst, wenn der Blitz einschlägt? Also da gab es diese Beständigkeit, wo man jetzt sagt, das ist ein Familienmensch, der mit seiner Familie ein ganzes Leben verbringt mit derselben. Das war er sicherlich nicht. Jana hält es langsam nicht mehr aus. Robert meint, ich soll nach New York gehen. Damals das New York, der 71er mit Andy Warhol, mit Mick Jagger, es gibt ja bekannte Fotos dazu, mit Studio 54, das waren, da wurde gelebt. Ich muss heim zu einer Lesung. Franz Beckenbauer war dann auf einmal so in der Münchner Schickeria unterwegs. Und das fanden dann auf einmal Menschen auch spannend, die vorher nicht im Stadion waren. Und die sind dann nur wegen Franz Beckenbauer ins Stadion. Das muss jetzt wirklich sein. Mein Gott, wir werden es überleben. Franz Beckenbauer war und ist ein Hallodri, aber ein sympathischer, der sich irgendwie immer so ein bisschen durchgewurschtelt hat und man ihm ganz vieles nicht nachtragen konnte. Sie wissen ja, der Blitz